das Japanische. Gesundheit. Und weiter geht's. Diese Geschlechtskrankheiten hier. Ja. Hat die ISO-Karte. Und weiter geht's auf eine neue Runde. Ding, 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 ding. Let's play Happy Tower, oder wie war das? Ja, immer. Let's play with Happy Tower. With? Ja. Wir spielen mit dir. With and without. Ja, ich bin ja mal gespannt. Demnächst werde ich mal so ein paar Star Citizen-Folgen versuchen aufzunehmen mit ein paar Kollegen, die da auch mit rumfliegen. Allerdings sind das alles irgendwie international vertreten, ne? Also weltweit gestreut irgendwie. Und da wird dann spaßig, mal mein leicht eingerostetes Englisch auszupacken. Also lesen geht ja mal ganz gut, aber sprechen, da klingt immer so ein bisschen. Sei froh, dass es einfach nur ein bisschen sprechen ist. Sei froh, dass es nur Englisch ist. Meinst du, ist es Dänisch? Oder Schwedisch? Naja, das klingt auf jeden Fall lustig. Dann. Mürgebüt, ham, tam, tam. Röll, so, ich fahre mal so ein bisschen nach H3 ungefähr. Weil ich dann versuche mit meiner Luftabwehr auch so ein bisschen den Carriern so ein bisschen Support zu geben. Und dann versuche ich mal ein bisschen Ärger zu machen. Jo, nimm den Desaster mit. Ich versuche einfach mal in deiner Nähe zu bleiben. Ich versuch's mal den Zerstörer zu Schlachtschiff zu schützen. Das geht nicht gut, das geht doch gut. Nein, das geht nicht gut. Autsch. Bam! Für den kleinen Lackkratzer kann ich nichts, du bist mir einfach dahin gefahren. Weißt du, ich fahre hier auf dem Wasser eine schwimmende Stadt und was machst du? Fährt rein. Weißt du, die ISO ist voll ausgebaut und trotzdem drehen die Tower so langsam. Ja, gar nicht. Bei der ISO kannst du theoretisch Flugabwehr und Artillerie einfach mal komplett vergessen und einfach nur mit den Torps arbeiten. Also ich habe das bei einigen Matches gemacht, dass ich mit den Artilleriegeschützen nur deswegen gefeuert habe, um überhaupt nochmal den einen oder anderen Treffer zu landen, weil ich immer außer Reichweite war. Wer drückt da Pipi? Weiß ich nicht. Jetzt bremst du die Karte zu. Also unser Tenryo scheint AFK zu sein. Ja. Ja, guck, da hast du bei drehst. Ach, ich denke, du fährst mit dem Desaster. Nein, ich fahr bei dich mit. Die ist klar. Oh, da sind die Flugzeuge. Ich muss ein bisschen umdrehen. Da sind ja ein paar Flugzeuge. Mal gucken, ob ich da ein bisschen Tumult machen kann. Anti-Air to the East, na gut. Ich habe leider keinen Fighter dabei. Okay, der geht auf die Wyoming, der Vollpfosten. Oh, Torps, ich sehe Torps. Ganz viele. Autopilot Mode disabled. Schön am Kreuzen hier. Aber der lässt die Abfangjäger auch ganz klassisch mit den Bombern losfliegen. Das war eventuell sein Untergang. Weil ich sehe gerade oben auf der Karte, haben unsere Flugzeugträger das sehr cool gemacht. Die sind nämlich schon im Norden und suchen den Flugzeugträger. Die Flugzeugträger sind bei C10. CD10. Yep. Das sind 15 Kilometer auf ein schnelles Schiff.
Sollte ich etwa die St. Louis treffen? Ja! Auf 15. Genauso getroffen. Ja, aber auf 15 Kilometer. So ein kleines, schnelles Blödmannschiff. Ich treffe da ja sonst immer nie was. Die dreht sich vorher raus, da habe ich schlecht gezielt. Deine Gegner hat mir seine Torps viel zu früh rausgedrückt. Der wollte schön dicht an mir vorbeifahren und mir die Torps reindrücken. Die sind so an mir zerschellt. Ja, scheiße, war zu dicht dran. Ja, sehr cool. Hör auf, auf mich zu schießen, ihr Wichser. So, mal gucken. Alter, ups, scheiße. Ich bin weg. Tschüss. Oh, die Wyoming treffe ich, die treffe ich. Yay! Yeah. Zwei Treffer auf die Wyoming. Wollt durchstratzen bis zu den Dings. Flugzeugträgern? Ja. Aber mein Turbo war zu früh aus. Dadurch bin ich Opfer der Commander 1-1 geworden. So, mal gucken. Komm, Wyoming, ich hoffe, du bewegst dich noch. Ja, sie ist ziemlich langsam unterwegs. Könnt ihr treffen? Könnte noch einer. Ah, kurz vor dem Bug. Ich denke, ich muss nachher meine Stimme runterregeln. Ich war eben voll vom Mikro. Pussy! Aber ich finde die Verfolgungskamera der Kanonen ganz geil, dadurch, dass ich eh 1000 Jahre brauche zum Nachladen. Kannst du noch zugucken. Boah, knapp an der Wyoming vorbei. Ey, ist echt. Ja auch gut fürs Video. Ja, auch, aber auch so für mich, um mal zu sehen, wo ich denn überhaupt treffe und wo nicht. Du triffst auch nie. Hey, ich habe schon zwei Treffer, nee, vier Treffer und zweimal in Brand gesetzt. Oh, süß. Komm, auf 18 Kilometer. Oh, schade. Mich auch zersäbelt. Oh nein. Weil ich nicht mitgekriegt habe, dass ein paar Torps gerade auf mich zu waren. Warum bleibt denn diese blöde Wyoming stehen? Die fahren beide. Ja, aber die ist so langsam geworden. Kriegt ihr eine Wyoming volle Breitseite von dir? Ja, die kriegen beide mal schön was von mir. Du sagst, das Torps war noch gut unterwegs, aber die sind leider vorher abgesoffen. Na. Schade. Vier Torpedos sind noch unterwegs zu den Wyomings. Wenn die nicht vorher absaufen, könnten die was treffen. Das ist sehr cool. Zwei Stück sind an der ersten vorbei. Und die anderen zwei sind auch an der ersten vorbei. Und boom, boom! Die ist weg, die ist weg. Das nenne ich mal sauber geschossen. Okay, da kommen gleich Torpedos auf mich zu. Ah, wie gut, dass sie gerade im Fight waren. Dadurch haben sie es zu weit gestreut. Aber ich muss mal wieder sagen, ne? Trotz alledem, ich habe ein Schiff versenkt. Ja, mir hat der Air Carrier gerade mit seinen Angriffsfliegern das Leben gerettet, weil dann die Torpflieger anfangen, sehr, sehr weit zu streuen. Und somit das hat er stimmt, voll an mir vorbeigeschossen. Ich gucke dir nämlich gerade zu. Ist immer so aufregend. Weißt du, bist total langsam unterwegs. Und ich denke immer so, ah, ist das spannend.
Ah, dann können wir wenigstens sagen, wir haben das Let's Play aus der richtigen Sichtweise gesehen. Nämlich so, wie es alles sehen. Ja. Ach, da hinten. Da. Hallo, Wyoming. Oh Gott. Wie ziele ich denn am besten auf dich? Tada. Hui. Sind nur 13 Kilometer. Sie ist zu langsam. Sie ist zu langsam. Warum ist die so unglaublich langsam? Weil du zu langsam bist. Naja, ich rechne mal mit schnelleren Schiffen, aber die ist so langsam unterwegs. Ich meine, die kriegt gerade eh von den Torpfliegern und von der Wakatate, von der Geschlechtskrankheit. Die Hotches macht ihr gut. Und da. Die ordentlich. Zack. War auch noch der Flugzeugträger, der den versenkt hat. Hm. Ja, wer hier so langsam durchschleicht, also ganz ehrlich, der hat es nicht anders verdient. Auf was kannst du schießen? South Carolina. Ja, Shoot Memo. In welche Richtung fährt er denn? Da, Mongo. Deine kommt dichter. Er dreht ab. Warum? Die sind alle so langsam unterwegs. Oder ich schätze die gerade. Ach so, die South Carolina ist ja auch ein bisschen größer. Beschwert sich jemand als Killstealer, ey. Fucking Team Game. So, 10 Kilometer. Ah, ein bisschen gestreut. Irgendwas trifft. Irgendwas trifft nicht. Ach, unglaublich. Nein, da hat leider nichts getroffen. Willst du etwa sagen, ich kann nicht treffen? Meine Damen und Herren, so sollte man dann nichts schießen. Du kleine Potzau. Oh, du hast recht. Danke, ich habe dich auch sehr lieb. Oh yeah. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, ne, sehen Sie jetzt nichts, weil so lange warten und so. Ja, weil er zu langsam ist. Oh, die haben voll gesessen. Oh, das sah gut aus. Vier Treffer und zwei Brand. Ah, er hat mal wieder was getroffen. Jetzt geht oh, je. Ja, ich habe ja schon Flugzeug runtergeholt, ja? Hey. Ah, das hast du hier nicht runtergeholt. Das war deine automatische Flugabwehr. Ich bin halt gut im Flugabwehr. Weiß, ein Lob stinkt, ne? Ja, deswegen riechen die Videos auch immer so. Was? Meine Videos riechen nicht. Oh, doch. Und wie? Boom! Das war ein Volltreffer. Dafür muss ich dich loben. Ja, war schön, ne? Das sah richtig gut aus. Ja. Und jetzt gibst du ihn nochmal einen, ist er weg, bevor er versenkt wird durch den Wassereinbruch. Na, der brennt ja noch. Ja, vielleicht ist es ja auch dann deins. Der brennt nicht mehr. Oh, ich sehe es bei mir. Ich höre es bei mir einschlagen. Komm, Feuer, gib Feuer. Wenn jetzt zwei treffen, ist er weg. Jo, so, jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Oh, und eine Wyoming hast du auch noch. Ja. Und eine St. Louis. Kriegst aber gleich Torps, wie das aussieht. Soll sie doch. Ja, die hat Torps gefressen, aber lebt noch. Hast du deine Geschütze stark gesetzt oder drehen sie jetzt mit? Ich habe die zum Mitdrehen gemacht, weil ich jetzt auf die St. Louis schießen werde. Kann ich die Wyoming? Warum schießt ihr nicht? Jetzt schießt er. Erstmal weg damit, sehr schön. Und jetzt die Wyoming aufs Korn nehmen. Oder die ja. Phoenix ist eher gefahren, ne? Na, ich nehme die Wyoming. Der Eri schießt auf dich. So, ein bisschen demotivieren, mal schnell wieder heilen. Oh ja, das tut weh.
Sehr schön, sehr schön. So, Torpflieger sind unterwegs. Ich werde jetzt gleich die Eri, Quatsch, die Phoenix begrüßen. Oder die Eri? Nee, oh, die Phoenix ist gerade noch. Knapp am Hintern vorbei. Weckt gerade gewaltig. Ja, ja, das ist übel. Du solltest vielleicht auch irgendwann mal das Feuer löschen. Ja, in 5 Sekunden ist es aus. Er will seine Reparatur sparen für kritische Momente. Was? Oh, erschreck mich nicht so! Quatsches. Ja, er kann ja ruhig Torpedos abschicken, aber er macht mich dann so ein bisschen kirre, wenn sie plötzlich rot angezeigt werden. Ja, das ist so das Problem, ne? Wenn so friendly Torpedos in einen reindonnern, ist nicht so schön, ne? Alter, 1000 Torpedos und kaum was trifft. Komm, lad mal. Weil leider muss ja der Happy eingestehen, dass er so friendly Torpedos schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Ah, eigentlich doch, nicht doch. Nein. Ich will auch nicht sagen, von wem. Hast du die eigentlich von mir gefressen oder war das mit Ghost, dass der die von mir gefressen hat? Also heute habe ich noch keine gefressen von euch. Nein, länger. Sei mal froh. Ja, ja. Gleich der Treffer. Er muss tatsächlich wieder diese Brandmunition nehmen, weil die andere bringt nur was, wenn man die Zitadelle trifft. Wow. Da ging eine ganze Menge bei Flöten. AP oder? Nee, HE. Also explosiv. So, und wieder. Also irgendwann solltest du mal wohin beidrehen, weil irgendwann ist Insel und so. Ja, langsam mal Backboard weiter drehen, Steuerbord. Und jetzt mal ordentlich rausteilen und nicht nur einstecken. Also ich zerschieße ihm die ganze Zeit seine Hauptgeschütze. Ja, da kommt aber ordentlich was. Ja, das war nichts. Womit schießt der eigentlich? PB. Ja. Ah, schade, die Taubs sind verhungert. Oh, ich brenne. Sehe ich jetzt erst. Ja, du solltest dein Schiff mal wieder refreshen. Ich brauche eine Minute 40, bis ich wieder Leben regenerieren kann. Alter, die Wyoming frisst richtig. Aber es hat nicht gereicht. Ja, aber ich hab mit der Miyogi jetzt endlich mal 37 Zieltreffer, 4-mal im Brand, 2 versenkt und einmal Zitadelle. Echt? Lässt sich mit leben. Also ich habe 16, 2 kritisch, 3 Brand und 1 versenkt. Oh, da hat die Wyoming gerade mal abgesoffen. Revenge. War das jetzt von dir oder von den anderen. Allerdings könnte das für uns tatsächlich gut ausgehen. Die haben nicht nur einen Flugzeugträger, wir haben 2 Flugzeugträger, ein Battleship und ein Cruiser, Destroyer. Oh, ich habe eine Ölpfütze im Wasser hinterlassen. Ich glaube, mein Sinken war nicht so gut. Ach, papalapap. Aber ist weg. Also wenn sich Öl immer so schnell auflöst, dann ist das ja gar nicht so umweltschädlich. So, mal ganz kurz nebenbei gesagt, das andere, das war ein Sieg für uns. Ja, sehr cool. Seid ihr beide schon wieder in dem Hafen? Jo. Okay, dann komme ich auch in den Hafen. Aber das ist... Es würde Spaß machen, weil die Phoenix ist noch komplett unberührt von den Gegnern. Naja. Wir werden ja nachher sehen, ob wir das Ding kriegen oder nicht. Oh, hier heißt einer Psycho-Noob. Hm? Psycho, hast du etwa 2 Accounts? Nein. Okay, dann
Komm in die Garage, will ich mal sagen. Kein World of Tanks hier.